Herzlich willkommen zu Baywatch Berlin, dem Telegram-Account Ihres Vertrauens. Hier gibt es alle Informationen, die Sie nirgendwo anders bekommen. Und ich möchte direkt ehrlich mit reingehen. Man muss momentan immer von Wahrheit und Unwahrheit, das muss momentan viel stark sortiert werden, weil man nicht mehr weiß, was stimmt denn nun, was stimmt denn nicht. Und oftmals gerade im Formatradio, in dem Radio, also wenn einer anspricht und man sieht niemanden, in der Regel ist das ja immer noch eher mal Radio als Podcast. Und da wird man mit so guter Laune angeschrien und ich glaube ja privat, vielleicht sind die immer gar nicht so sehr gut drauf, wie sie immer tun. Und deswegen möchte ich hier ehrlich mit hineingehen. Wir haben uns gerade über unseren Gemütszustand unterhalten, bevor es hier losgeht, um mal zu leveln, wo stehen wir. Und wir sind alle normal drauf. Richtig, ja. Das klingt jetzt erstmal unspektakulär, ja. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich der zu erreichende Zustand, der Idealzustand, normal drauf zu sein. Das heißt, man wacht auf, man ist ein weißes Blatt Papier. Man ist nicht besonders schlecht drauf und muss sich erstmal auf normal Null hochtrinken oder mit irgendwas anderem auf eine aufnahmefähige Situation bringen. Und man ist jetzt nicht manisch zu gut drauf, sondern man ist einfach ereignisabhängig. So eine 3 plus, die führt auch zum Abi. Na, die kann sich ja auch noch ändern. Wenn was Gutes passiert, dann ja. Schwankt man Richtung sehr gut drauf. Ja. Wenn was Schlechtes passiert, knallt man halt wieder runter in den Keller. Und dann hat man aber auch die Gelegenheit, irgendwann sich wieder einzupendeln bei Null. Im Prinzip sind wir gesund, wenn wir normal drauf sind. Richtig. Also schreibt uns auch gerne, wie ihr drauf seid. Schreibt es uns in die Kommentare. Welche Kommentare eigentlich? Das ist erstmal scheißegal. Die ZuhörerInnen werden schon einen Weg finden, Schmidi. Man kann uns auf so vielen Plattformen kann man uns erreichen. Bei Spotify, beim Apple, beim dies, beim das. Du kannst hier bei YouTube kommentieren. Da kann man jetzt mal schreiben, ich heute -3 oder so. Ja. Kann man zum Beispiel kommentieren unter YouTube. Man kann im Teletext, Seite 732, kann man auch mal auf, denn da sind erstmal so aus so Textbausteinen Busen und da drunter einfach mal kommentieren. Kennt ihr das noch? Als man das scharf fand. Letzte Mittel, wenn nichts mehr gekommen ist im Fernsehen, dann noch einmal Teletext die geilen Seiten, wo so tabulose Miss Molly auf dich wartet, aber so in Pixeln. Pixelbusen. Ja, da muss man sagen, das ist das Ende. Das ist das absolute Ende an dem man sich schon genau das Pixel Miss Molly gibt Verzweiflung eine neue Bedeutung. Also als ein Freund von mir 12 Jahre alt war, so 13, ne, und da die Sexualität erblüht ist. Ja. Ist sie da erblüht, ja? Ja. Dann hat er auch öfter mal bei einem Kollegen geschlafen, so beim Freund, ne, so übernachten durfte man da. Mhm. Und dann durfte man abends den Vorläufer von Sky, das war Premiere. Ja. Und da gab es immer Schmuddelfilme ab 12 Uhr nachts. Ich weiß, wir hatten Premiere. Allerdings hatten wir kein Premiere. Und das heißt, das war aber so verschlüsselt, hieß das noch damals. Und da war das Bild ganz grisselig und ab und zu hat man da eine Titte durchgesehen. Und es könnte sein, dass dieser Freund da 2-3 Stunden auf dieses Premiere verschlüsselte Bild geguckt hat, in der Hoffnung, dass was durchblitzt. Das war noch erotisch. Denn der Ton, der war ja da. Ja, es sind aber so ein bisschen wie diese 3D-Bilder. Man muss es auch ein bisschen wollen, dass man es sieht. Ja. Wie hieß da eigentlich dieser Kumpel von dir, Schmidti? Willst du nicht mal grüßen? Das ist übrigens dieses berühmte Themenhopping, was diesen Podcast... Schmurmas Tit hieß der, glaube ich. Schmurmas Tit. Dieses berühmte Themenhopping, was diesen Podcast ganz nach oben gepedert hat. Klaas, willst du uns nochmal vorstellen? Ja, also an meiner Seite sind 2 Kollegen von mir und Kollegen ist, sagen wir mal, nur eine Funktion in meinem Leben, wenn ich euch so anschaue. Ihr seid auch noch meine Berater, ihr seid meine Freunde, ihr seid mittlerweile so eine Art Familienmitglieder, die nicht mehr weggehen. Ja. Und wir haben uns hier zusammengefunden für Baywatch Berlin, damit wir uns wenigstens einmal die Woche mal unterhalten können, ohne dass gleich irgendeiner irgendwo hin muss, man irgendwelchen nervigen Kram bespricht, sondern das, was einem eben so gerade auf der Seele brennt, einfach mal so eine lockere Stunde, in der man mal über dies und das reden kann. Und um uns so ein bisschen zu entlüften im Gehirn, setzen wir uns hier hin, einmal die Woche, Baywatch Berlin heißt das Ganze, und damit wir uns ein bisschen disziplinieren und auch ein bisschen darauf achten, was sagen wir da, weil ansonsten werfen wir uns dann die größten Unverschämtheiten an den Kopf, haben wir uns hier Zuhörer mit hineingeholt, unter deren Beobachtung wir uns, glaube ich, besser zusammenreißen. Mhm. Darf ich euch, ganz kurz, darf ich euch auch vorstellen? Ja. Oh. Cheetah. Ihr seid Bescheißer. Ihr seid der richtig. Affe? Der Affe aus Tarzan? Nein, der du meinst Süße? Gepard. Ein Gepard ist ein Cheetah, so heißt das. Gepard. Ja, sind danke Gepard. Schön, Schmidt. Ja, ich bin zwar Cheetah. Nicht mehr der Schnellste, aber ja. Ja. Also wirklich, ihr würdet aus jedem Counter-Strike... Nur lass mal, Schmidt, nur lass mal. Nein, das müssen wir jetzt mal besprechen. Ihr habt für die Kinder
habt ihr eine Zitrone fressen sollen. Es war nicht viel verlangt. Ihr solltet keine Klippe runterspringen oder euch irgendwas eintätowieren oder Charlotte Roach machen. Ihr solltet eine Zitrone fressen. Ich finde das. Und ich bin jetzt erstmal froh, dass die Leute Schmidti gar nicht folgen können. Weil ich fahre da immer Zitrone fressen für Kinder. Die Leute wissen gar nicht, worum es geht. Also noch. Soll ich das mal einordnen? Besser nicht. Na doch, komm. Einfach jetzt, damit er nicht wie so ein Brabbelheini hier so abgestempelt wird, so, der so Bäume anschreibt. Das ist ein Weltkrieg. Hatte der Zitrone. Die Russen. Verschenken! Ist der Krieg schon vorbei? Ja, schon lange. Scheiß Kaiser. So, also. Es war so, Schmidt hat hier die große innovative Idee gehabt, so eine, wie soll man sagen, Wolfgang Job würde sagen, so eine angegrapschte Idee. Die schon ein paar andere gemacht haben. Ich finde, du trägst es schon sehr wertend vor, muss man sagen. Also du steigst mit der Interpretation ein. Ja, bleib ein bisschen fair. Wer ist denn objektiv, mal sowas zu erzählen? Also ich. Also wir wurden nominiert von einem lieben Kollegen vom Partner-Podcast von Baywatch Berlin, von AWFNR, von Joko Winterscheid, bei einer sogenannten Zitronen-Challenge mitzumachen. Und um die lange Rede kurz zu machen, wir haben das gemacht, das war super, wir haben Leute nominiert und ist alles super. Wir können jetzt eigentlich weiter mal mit dem nächsten Thema. Was ihr in Wirklichkeit gemacht habt, wir haben uns alle in diese Zitrone reingepfiffen. Ja. Dachte ich, war richtig stolz auf uns. Für die Kinder haben wir es gemacht, für die Kinder. Klar. Und für den Koch vom Tegernsee. Und dann bin ich im Schnitt und sehe, dass ihr beide die Frechheit besitzt, die Zitrone wieder auszuspucken. Ja. Und du bist besonders schlimm, weil du dann noch was faselst von wegen, oh, ich krieg jetzt schon wieder Sodbrennen. Ja, krieg ich auch Säure. Ich habe einmal reingebissen. Du hast null reingebissen, du hast es dir einmal in den Mund gesteckt, hast dann ins Glas rein und so da irgendwie versteckt wegkommen lassen. War ich auch erstaunt, dass das niemand mitbekommen hat. Das hat jeder mitbekommen. Ja, jetzt, aber in der Situation nicht. Na, ich muss jetzt auch mal sagen, ich meine, worum geht's denn? Also die Kinder geht's. Ja, richtig. Ich als Jurist bin immer bemüht zu überlegen, was ist Sinn und Zweck der Norm? Was will der Gesetzgeber mit dem Verbot bezwecken? Und ich habe gesehen, wie Klaas da in die Zitrone reingebissen hat. Also der ganze Saft hat sich in sein Maul entleert. Dann hat er praktisch nur noch die sterblichen, geschmacklosen Überreste seinem Magen vorenthalten, die Zitrone wiederum ins Glas abgeben. Da dachte ich, super Idee, so mache ich es auch. Denn der Hauptzweck, wieder rauskommt, das habe ich gar nicht erst reingesteckt. Richtig, ist doch logisch. Wir haben das volle Säureerlebnis gehabt für die Kinder und haben dann praktisch nur dem Magen-Darm-Trakt eine kleine schlechte Erfahrung. Wen versucht ihr denn zu überzeugen? Ich kann jetzt niemanden, also jetzt, ich möchte damit jetzt ein für alle Mal, dass du dir, um dieses Gequatsche dir auch beim nächsten Mal zu ersparen, mit sowas hier nicht mehr ankommst hier. Da sind wir nicht die Typen für, okay? Wir haben jetzt hier fünfmal so lang über die Kinder gesprochen, von denen du selber nicht mehr weißt, was da genau los ist. Einmal gegoogelt, längst vergessen. So, als jeder von dieser Zitronen-Challenge. Und ganz ehrlich, ich verpflichte mich dazu, ich werde mich mal informieren. Jetzt heute Nachmittag gehe ich nach Hause und guck mal, was man da machen kann. Also komm mir hier nicht mehr an. Das ist so in einer Humortradition mit, wenn jetzt eine Frau, die 30 ist, noch nicht verheiratet ist, dann sammeln irgendwie alle Freunde aus dem Kegelverein von 1992, sammeln dann Zigarettenschachteln, machen die an so eine Schnur und hängen das dann ans Haus und dann ist die eine alte Schachtel. Versteht ihr? So, das sind so witzige Bauerntraditionen, die ich auch aus Oldenburg noch kenne. Und aus dieser kulturellen Heimat kommen auch diese... Das ist so krass. Ich fand die Nummer schon gut, weil ich habe echt da ordentlich Follower dazu gewonnen. Bei Instagram. Also cool, danke. Es ist so krass, wie ihr euch das da schönredet. Nee, ihr habt die Kinder beschissen. Die Ärmsten der Armen, unsere kleinen Mitgeschöpfe, habt ihr beschissen. Ja. Gut. Hat sich irgendjemand gemeldet? Ihr habt ja nominiert. Toni Kroos hat die Botschaft auf den Ball geschrieben, hat den losgeschossen und der ist noch in der Luft. Also der muss ja aus Madrid erstmal hierher, ne? Also Mario Basler hat mich ignoriert, kann ich ganz klar sagen. Wie ignoriert? Na, ich habe das da gepostet, da habe ich Mario Basler verlinkt und da hat er einfach... Lass mich wieder einen Scheißdreck in Ruhe, ich hab hier genug zu tun. Ich bin am Rauchen, ich hab 3 Flaschen Rotwein noch im Keller, die muss ich wegtrinken. Ich hab doch keinen Bock auf deine Zitronen. So, glaube ich, hat er es sich angeschaut, aber ich weiß nicht. Ja. Kam nix. Gut. Hat denn Thomas Gottschalk gesagt? Das dauert ein bisschen bei dir, bei so einem Dinosaurier, bei so einer Legende. Der hat schon 3 Sendungen zwischendurch gemacht. Aber der hat da den Pocher, den Wendler weggeatmet und nicht reagiert, Schmidti. Nee, das stimmt. Aber ich bin da zuversichtlich, er wird auch sehen, dass ich der Einzige war, der das wie ein Ehrenmann durchgezogen hat. Das ist dem Thomas Gottschalk extrem wichtig. Ja? Und wenn einer immer mitgefiebert hat bei den Wetten, dann war er das. So, komm, ist egal, der Bagger ist kaputt, die Wette ist verloren, wurscht, mach mal weiter. So habe ich ihn in Erinnerung. Ja, ich habe auch wieder den...
Nie mitgefiebert, wer wetten das? Natürlich nicht. War ihm völlig egal. Hauptsache, da passiert was. Und wenn was schief geht, ist das ja auch witzig. Komm, das war bunt, super, nächstes Ding. Nee, ich glaube auch in dem Moment, das waren ja immer dann so kleine, kräftige Herren, die waren immer nur so 1,50 groß, hatten Oberlippenbart, aber haben sie mal ihr enges T-Shirt gut ausgefüllt. Ne? Und es waren so hampelige, hemdsärmelige Typen, die dann halt in ihrem Garten in Pforzheim, da was weiß ich, viel Zeit hatten. Ne? Und in dem Moment, wo der da einfach wieder rausging, von tschüss Hans-Georg, ne, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, vielleicht, wer weiß, ne, vielleicht sehen wir uns ja noch später mal beim Wettkönig. Als er die Aufstellung zum Wettkönig des Abends am Ende nochmal gesehen hat, ne, da mussten ja alle nochmal rauskommen, sich in eine Reihe stellen. Einer wurde Wettkönig, der die geilste Wette hatte, durfte man dann abstimmen irgendwie. Per Telefon. Telefon. Und ich glaube, dass Thomas Gottschalk da, du hättest da 10 andere Leute hinstellen können. Ja, er hätte es nicht gemerkt. Da konntest du ihm live beim Grübeln zusehen. Wer war jetzt der mit dem Schnurrbart? Hat der jetzt da die Maus jongliert oder den Bagger umgepackt? Weiß es nicht mehr. Ich drücke jetzt nicht hier Frage an den Prominenten. Ja. Aber trotzdem, ist das so ein Ziel für einen Moderator, dass man diese Lässigkeit irgendwie erlernt. Nö. Dass man sich sagt, ist mir scheiße, kurbel den Käse runter. Ja, dass du so 1945 in die Halle fährst und sagst, komm, gehen wir einmal schnell die 3 Wetten durch, los so, geht's. Was haben wir denn hier heute, ne? Ja, wenn es am Ende gut wird, ist das was anderes. Wenn man wirklich das Gefühl hat, gedanklich guckt man gerade irgendwie sein Auto durch, ob da noch ein Kugelschreiber liegt, ja? Während man gerade was moderiert, so wie bei Olli Geissen oder so, wo man das Gefühl hat, der ist gar nicht da. Ne? Mhm. Der kommt einfach raus und sagt, ja, hier im Charts, Nummer, weiß ich nicht, 67 kommt jetzt, vielleicht, mal gucken, ne? Mats ab. Hallöchen, moin moin und so. Wenn man so denkt, was ist denn los? Ne? Also er tut ja niemandem was, er nervt auch nicht und er ist jetzt auch nicht ärgerlich oder gefühlt so. Gefühlt nutzt er nicht mal den Einspieler von den Chartplatzierungen vorher, um zu lesen, was als nächstes kommt. Nee. Sondern er kommt immer so zurück und guckt dann so von der Karte auf und sagt, ach, jetzt hier sehe ich gerade auch. Ja. Also ich glaube, jeder, der auch in dem Beruf arbeitet, ne, oder beim Fernsehen arbeitet, hat schon mal den Spruch gehört, so, ach komm, das ist doch keine Astrophysik, die wir hier machen. Das ist doch alles nur Spaß und Unterhaltung. Und ich finde es irgendwie auch bewundernd, dass die das so durchziehen und mit jeder Pore ausstrahlen. Naja, aber da, es gibt ja dann, sagen wir mal, im größeren, weiteren kreativen Kosmos von Unterhaltung, Kunst, wenn man so bla bla will, ne, gibt es ja auch noch so eine Lässigkeit, die man trotzdem gut vorbereiten muss. Ich habe jetzt viele meiner Lebensweisheiten, die ich jetzt unters Volk bringen möchte, die ich auch für mich selber anwenden möchte, unter anderem zu diesem Thema, gelernt in einem Interview-Podcast Hotel Matze mit Wolfgang Job. Sehr empfehlenswert. Eine Zitate- und Lebensweisheiten-Schleuder. Er antwortet nicht viel auf die Fragen. Aber das Ganze geht 2 Stunden lang und es ist ein Goldabsatz nach dem anderen. Viele, viele abgeleitete Erkenntnisse, die er auf sich anwendet, die man sich aber auch da einfach nehmen kann. Es ist ein Selbstbedienungsladen der Weisheiten. Und da geht es auch darum, ne, dass man sagen muss, also man muss das halt, das muss schnell gehen. Man keine Deadlines, das muss alles zack, 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 zack und so. Und man kann da nicht da ewig daran rummachen. Das muss natürlich professionell sein. Man muss es gut genug können, dass es dann trotzdem gut ist. Aber man kann da jetzt nicht da 2 Wochen da an irgendeiner Kollektion da irgendwie so ein bisschen so, das ist dann so, das wirkt dann so angegrapscht. Sagt er, ja? Ja. Und das finde ich super, dass man sagt, niemand will sowas, da sowas angegrapscht, da 1000 Mal so mal nachgedacht. So eher so Schwung, ein Strich und du gehst. Schwung, ein Strich, aber der muss sitzen. Ja, verstehe. Der muss sitzen. Du kannst da nicht irgendwie da so groß rumradieren. Ja, ja, und dann irgendwie sagen, oh, könnte der Schwung nicht noch irgendwie 10 Zentimeter weiter links? Nein, zack, Wumms im Vorbeigehen und die Leute sagen, wie hat er das gemacht? Das musst du halt können. Du kannst dir das nicht erlauben, wenn du es nicht kannst. Und ich glaube, diese Selbsteinschätzung, da will ich mich gar nicht ausnehmen, aber ich glaube, bei dieser Selbsteinschätzung sind einige Leute vielleicht nicht ganz bei sich. Dass sie das Gefühl haben, sie machen im Vorbeigehen irgendwas und dann wird das schon gut sein. Man verlässt sich so ein bisschen darauf. Das ist natürlich, da ist man auch schnell bei Faulheit natürlich. Und wenn zum Beispiel Wolfgang Job eins nicht ist, wenn der schreibt irgendwie 2000 handgeschriebene Seiten für ein Buch, die dann am Ende verwendet werden, 6000 schreibt er aber. Also der ist alles aber nicht faul. Trotzdem hat er so eine Idee davon, dass das halt irgendwie so ein bisschen mit so einer Sexiness halt passieren muss. Ja, keep it easy. Zack, 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 zack. Ist dein Anzug heute, ist das auch Ausdruck von dieser Haltung? Ja, das sehen ja die Podcast-Leute, sehen das ja nicht. Ich muss mich daran gewöhnen, das ist jetzt immer, das ist ein blauer Trainingsanzug. Mhm. Und ich muss auch sagen, der wirkt so ein bisschen wie zack, zack, so nebenbei. Ja, ja. Es lag oben und ich habe nicht mehr so viele Klamotten. Ja. Und deswegen habe ich das angezogen und ich dachte, warum soll ich mich nicht mal so ein bisschen gemütlich anziehen? Vielleicht scheint das durch, vielleicht, wenn ich dir den privaten Klass anbiete, vielleicht sollte ich auch als privater Klass hier erscheinen. Mhm.
Karl Lagerfeld, übrigens auch so ein Kaliber, der hat auch immer, das fand ich immer bewundernswert, er hat immer so gesagt, was nach seinem Tod passieren soll mit seiner Kollektion, als was will er im Gedächtnis bleiben und. Und er hat immer gesagt, er soll den ganzen Dreck da verbrennen, ist mir auch scheißegal. Das ist auch richtig so, ne? Ich glaube auch, was soll denn von dir überbleiben, wenn irgendwie so du auf dein Gesamtwerk bisher zurückblickst? Nee, ich bin das auch, da bin ich bei Wolfgang Jupp, der hat auch gesagt, ich möchte mich auflösen mit der Mode. Mode ist eine Zeit, und wenn man aus der Zeit rausfällt, ist man grotesk. Hast du noch so ein Zitat? Ja, das sind alles, ja, alles Zitate. Und er hat auch herrlich. Vor allem eine sehr gute Sache, auch da könnt ihr euch immer dran gewöhnen. Ja. Wir sind ja viel zusammen, aber ihr habt keinen Anspruch auf mich. Wir sind zwar viel zusammen, aber ihr seht das auch als selbstverständlich an, dass ihr sofort immer mit mir irgendwie machen könnt, was ihr wollt. Ihr könnt mich sofort hier irgendwie so anfassen und irgendwie mich so in eure Situation mit reinziehen. Ja, das ist aber vorbei. Ist falsch. Nee, weil nur weil ich da bin, heißt es ja nicht, dass ich für euch erreichbar bin. Ach. So ist es. Woran erkennen wir, ob du für uns erreichbar bist? Ja, das siehst du dann schon. Die Aufmerksamkeit, die muss man sich täglich mit mir neu erarbeiten. Ach so. Ich vielleicht auch bei euch. Also ich bin auch bereit, das bei euch zu machen. Nee, eigentlich nicht, nein. Freuen uns immer, wenn du da bist. Ja. Das ist immer offen, mit dem Herzen, mit den Händen. Will ich aber nicht. Arbeitet bitte im Zuge unserer Beziehung, einfach auch, um das lange frisch zu halten. Das habe ich gelernt. Wolfgang und Edwin machen das so. Ja. Arbeitet Lebensgefährte von Wolfgang Jupp. Genau. Arbeitet bitte an eurer Empathielosigkeit. Das klingt erstmal hart. Aber ich möchte hier nicht so eine Krückengemeinschaft haben, dass wir uns hier gegenseitig aufrichten. Ich warte nicht darauf, dass ihr mich glücklich macht, sondern ich mache mich selber glücklich und dann kommt ihr ins Spiel. Und wie sollen wir jetzt... Forderst du mich gerade auf, dass ich so ein bisschen empathieloser wirken soll dir gegenüber? Nee, stimmt. Überleg dir gut, was du sagst. Du bist eigentlich schon auf einem guten Weg. Aber wie können wir denn deine Aufmerksamkeit für uns... Also wie es ist jeden Tag ein neuer Tanz, weißt du? Es bleibt erotisch. Sollen wir dich mal überraschen auch mal? Ja, ich möchte mal erobert werden von euch. Ah ja, okay. Ja, so. Na, wir wollen uns jetzt mühlen nächste Stunde. Leute, ich brauche eure Hilfe. Mhm. Ihr habt ja sicher mitbekommen, alles, was jetzt gerade in den letzten Tagen rund um Vegan-Koch Attila Hildmann passiert. Er ist beknackt gegangen und schwurbelt da irgendwas im Telegram rum. Koko-Bananas. Er radikalisiert sich selbst und ich mache mir wirklich große Sorgen. Also jetzt nicht um ihn, sondern um seinen grünen Porsche GT3. Der hat einen ultra geilen Porsche, der über 700 PS. Mhm. Der ist brandneu. Mhm. Und jetzt habe ich so überlegt, weißt du, wenn der jetzt irgendwie vom LKA da irgendwie Besuch kriegt, ne? Und der macht dann, sagen wir mal, nur so ein Drittel wahr von dem, was er so androht. Mhm. Ne? So Stichwort, ich kämpfe bis zum letzten Tofuschnitzel und so. Dann muss ja irgendwer für ihn, also nicht für ihn da sein, aber für das Auto. Ja. Und jetzt wollte ich eure Ratschläge, wie komme ich an die Kiste? Also wie kann ich mich da, wie meine Oma sagen würde, lieb Freund machen, dass ich vielleicht als erstes in Betracht komme, das Auto zu besitzen und aber nicht mich im strafrechtlichen Bereich. Also ich will jetzt nicht unbedingt als noch größerer Volksverhetzer dastehen als er, sondern will eigentlich nur so in die Gunst fallen, dass er sich überlegt, okay, wenn ich hier alle Flinten leer geschossen habe, dann kriegt der das Auto. Also es könnte natürlich passieren, wenn du da lieb Freund machst und praktisch bei ihm so ein bisschen dich in die Gunst bringen willst und dich auch ein bisschen ranwandst. Aber ich darf nicht meine ganze Karriere dafür. Ich verstehe, was du meinst, weil es könnte ja passieren, dass dann praktisch ein anderer profitiert, weil auf einmal zwei Porsches frei werden. Ja, könnte ja sein. Weiß nicht, was du meinst. Ja. Und da muss man so ein bisschen. Genau, ich darf meinen Ruf nicht riskieren. Weißt du, es muss so sein, dass. Also nicht, dass ich jetzt auch irgendwas schwabe von Bill Gates und der hat mir irgendwas ins Arschloch gespritzt und so, ne? Im Betriebssystem. Sondern ich will eigentlich ganz normal bleiben, weil ich will halt die Kiste haben. Ja. Du musst da auch noch was machen. Du musst da die ganze Werbung von seinem Energy-Drink abkratzen. Also es kommt schon auch noch Arbeit auf mich zu. Ich habe mich eh gefragt. Kann ich nicht einfach so fahren? Ich wollte irgendwas twittern und dann hatte ich so den. Habe ich überlegt, so Promi-Koch. Fernsehkoch, was ist der eigentlich? Nee, der ist Vegan-Papst. Der schreibt ernsthaft jetzt mal, der hat drei sind es mittlerweile so Vegan-Kochbücher gemacht und so. Und dieser absolute Super-Bestseller. Und was ja krass ist oder so ein bisschen untermauert, dass er ja offenbar überzeugt ist von seinem Weg da, ist, dass der natürlich all das, was er jetzt hatte, und da gehört Können und die Gunst der Stunde, ein bisschen Glück und ein bisschen, ich weiß nicht was dazu. Ja, der hat riesig Knete gescheffelt. Ne? Ja, genau. Ja, aber damit ist ja natürlich irgendwann mal schnell Schluss. Wenn man jetzt mehr oder weniger, jetzt unabhängig von ideologischen Überschneidungen, die man vielleicht nicht unbedingt mit dem Edeka jetzt hat, aktuell, dass man da aus dem Sortiment geht, dass man also auf jeden Fall jetzt mal klar weiß, die werden jetzt nicht hundertprozentig einer Meinung sein mit einem. So, und dann also sehe ich das richtig? Der denkt, es gibt eine riesige Weltverschwörung ausgehend von Bill Gates,
der sich irgendwie das Coronavirus zu eigen gemacht hat oder das irgendwie fast erfunden hat und dadurch uns alle zu kontrollieren und die Gesellschaft in einen quasi Krieg zu stürzen. Also erstmal will der Bill Gates, glaube ich, so irgendwie Knete machen, indem der uns irgendwie sowas reindrückt, irgendwie in den Körper. Genau, damit der, sagen wir mal, sich mal auch mal ein schickes Auto kaufen kann, der Bill Gates. Ja, also der braucht Geld oder so. Also der forscht an den Impfstoff und das ist, heißt irgendwie, Corona ist nur erfunden, um uns gefügig zu machen und zu Marionetten zu machen. Ja, man wird praktisch mit der Zwangsimpfung, die dann kommen, und da gibt es auch so Stichtage, an denen dann dies und das passieren soll und sowas. Die Bundeswehr ist auch schon überall hier stationiert und die kommen dann aus ihren Löchern, sobald dann da einer zum Appell pfeift. Mhm. Also das schon, ne, läuft schon alles, und zwar seit Ende letzten Jahres, wo man noch gar nicht wusste, dass da irgendwas kommt und so. Und dann mit dieser Impfung kommt dann auch so ein kleiner Mikrochip mit reingespritzt, so wie ich das richtig verstanden habe. Ja, und der ist dann da drin. Du, und am Ende, wir warten es ab. Ich will hier nicht zitierfähig werden für den Moment. Ja, Klaas von Umwelt hat gesagt, da ist kein Mikrochip und zack, bumm, laufen wir alle auf Windows 95 und dann guckt er doof. Ne? Ja. Das kann keiner wollen. Das Ding ist, wir müssen ja hier auch im Podcast das sagen, was uns Angela Merkel heute Morgen in der E-Mail geschickt hat. Ja. Da dürfen wir auch nicht zu sehr von abweichen. Also können es da nicht verstricken. Ja. Können es da nicht verstricken. Aber habt ihr jetzt noch einen konkreten Tipp? Also wie komme ich da an das Auto ran? Weil das jetzt, sagen wir mal, ohne es jetzt zu werten, ohne zu viel rein, das wird frei in den nächsten Monaten. Das kann man sagen. Ist grün reizvoller als Silber? Na, die Farbe muss weg. Ich muss erstmal nur ran. Ich muss in Frage kommen. Also ich würde sagen, du gehst in den Telegram-Account. Ich weiß immer gar nicht, ich bin in sowas noch nie drin gewesen. Ist das dann so, dass man einfach nur da entgegennimmt oder kann man auch was zurücksagen? Das weiß ich auch nicht. Weil dann kannst du dich ja hervortun als jemand, der immer sagt, oho, aha, interessant, stimmt, klasse, bravo, toll. Stimmt. Mehr davon oder so. Ich habe auch schon überlegt, ob man in diesen Chat geht. Also der hat ja so eine Telegram-Gruppe, wo er all die Fakten an seine Jünger verteilt. Und ich glaube, da sind 8000 Leute drin. Ja. Wenn man da einfach immer mal wieder schreibt, du hast doch die Pfanne heiß. Also jetzt mal ernsthaft, du bist mit dem Hammer gekämpft. Ne? Ja. So, das würde mir Spaß machen auch. Das müssen wir mal ausprobieren. Ne? Also ich weiß nicht, ob man sich da nicht, also man hat so ein bisschen den Eindruck, man macht sich da ein bisschen Mühe. Also ich könnte mir vorstellen, dass in so einer Zeit, wo man jetzt sowieso nicht so viel Zeit hat für die Dinge, die einem Spaß machen, dass man das bisschen Zeit dann noch aufbraucht mit Diskussionen, die jetzt nicht allzu oft ins Ziel führen. Wisst ihr, an was mich das erinnert mit diesen ganzen Promis, die jetzt so ans Tageslicht kommen, so inspiriert von Corona, sich als völliger Vollidiot entlarven? Das ist so ein bisschen so wie meine Lieblingsvorstellung. Du bist im Fahrstuhl eingeschlossen und nach 3 Minuten trinkst du deine Pisse und überlegst, ob du dem fremden Kollegen das Bein amputierst, um das zu essen. Mhm. Und dann macht so Piep und er kommt an. Und dann stehst du wirklich da wie ein Idiot. Und dieser Tag wird kommen. Da muss man kein Prophet sein. Oder auch die ganzen Heils, die 2000 gedacht haben, die Welt geht unter. Bei diesem Jahreswechsel 99-2000, da haben es bei 2 Computern plopp gemacht und der Rest ging ganz normal weiter. Da stehst du da als Depp. Naja. Und das wird passieren. Also ich fand das ja gut wie die Mayas, dass die damals ihren Kalender gemacht haben und den so weit vordatiert haben, dass keiner, der an diesem Kalender beteiligt war, da jemals den Proof of Example machen musste, sondern man wusste, das werden die alle nicht mehr mitkriegen. Ja, also, der ganzen Menschheit nerven die rum. 2000 wie, Jahre. Wie blöd ist es denn, dass man einfach sagt, in 2 Wochen, wo man genau weiß, Junge, in 2 Wochen, das ist schneller als du denkst, da stehst du da, ne? Aber dürften wir einen Kalender erfinden, wo wir so Unheil in Aussicht stellen? Ja, klar. Baywatch-Kalender? Kann man machen. In 3000 Jahren passiert übrigens Folgendes. Ja, das ist schlau. Mal überlegen, oder? Das ist schlau. Und wenn du dann anfängst, wirklich die Leute zu überzeugen, indem du halt marktschreierisch irgendwie gewinnend bist, so sagt man ja, ne? Du musst den Charakter haben, der gewinnend ist und die Leute ein bisschen einkassierst, gut reden kannst und so weiter, dann ist super. Wenn die an was glauben, was in 3000 Jahren ist, ist natürlich geil. Perfekt. Wir müssen uns dann nur so Prophezeiungen ausdenken, die wir in Aussicht stellen. Oder was auch gut funktioniert, so wie Kirche, Sachen, die vor 2000 Jahren waren. Wo sich keiner erinnert. Keinen mehr kennt, der dabei war. konnte schreiben. Keiner konnte schreiben. Also man kann also erzählen, was man Paul will. Und Paulus. Ne? Ja, ja. So, und wenn du aber gut erzählen kannst und sagen wir mal auch irgendwann ein gutes Netzwerk hast, so ist das ja bei der Kirche letztendlich. Du hast überall deine Außenstellen und so und jeder macht mit. Alle erzählen dasselbe. Alle haben sich abgesprochen. Das ist immer wichtig, wenn man lügt, dass alle dasselbe erzählen. Ne? Ja. Und das macht die Kirche wirklich sehr gut. Sehr gut. Da gibt es so ein paar also in der Geschichte gab es da so ein paar Abweichler und so und daraus entstanden dann verschiedene Religionen, weil einer dann vergessen hat, wie er es genau erzählen musste so und dann gab es dann so Verästelungen. Ne? Leute mit offenem Mund, ach so war das. Ja, und insofern glaube ich, dass man da einfach sich keinen Gefallen mehr tut, wenn man da jetzt sagt, nächstes Jahr oder so. Du meinst, Weltreligionen sind vielleicht dadurch entstanden, dass jemand die Story nicht richtig drauf hat.
Das finde ich sehr gut. Ja, also, kann sein. Also, ja. Waren Götter drei, ja, eine ganze Menge. Moment, Herr Schmidt, waren es drei? Hinduismus. Es sind ja keine großen, es gibt ja teilweise auch, also der jüdische Glaube, der christliche Glaube, das ist ja nicht großartig anders. Also im Prinzip gibt es da nicht ganz so viele Dinge, die jetzt so wahnsinnig voneinander entfernt sind. Also man kann schon sagen, und irgendwie... Am Ende sind wir alle Menschen. So ist es. Ne? Man wollte jetzt mal und, vom Glatteis runterhelfen. Nee, aber da, ich glaube, also das ist in aller... In aller Entspanntheit. Gibt es eigentlich Themen, über die man weniger gut so daherreden kann? Vor allen Dingen, wir beschweren uns über Attila Hildmann, was der für eine Scheiße in den Äther brabbelt, um dann selber abzuweichen und zu sagen, dass alle Weltreligionen eigentlich nur eine sind, wo sich einer irgendwas falsch gemerkt hat. Das ist wirklich abenteuerlich. Also es gibt, wann gibt es die Telegram-Gruppe, Klaas? Es gibt kaum ein Thema, über das man weniger gut so rumlabert. Ja. Vor allem, am Ende sind wir alle nur Menschen. Check your facts. Ja. Das ist vorher. Das hast du auch schon gesagt. Also halbes Stündchen mal recherchiert. Das ist schon mal in so einem Podcast. Ne? Schnell Step wahrgenommen. Ich war nicht mal bei Wikipedia vor dieser Einlassung. Hat man gar nicht gemerkt, Klausi. Ah, so, nächstes Thema. 75 Jahre Kriegsende. Wollen wir uns nicht mehr so physikalischen Problemen noch widmen? Nee, da habe ich tatsächlich noch einen Fakt. Den Klimawandel müssen wir auch mal. Ja, Moment. Vorknöpfen. Ich hab einen Fakt, noch den ich wirklich sagen will zu 50 Jahre Kriegsende. Sehr gut. Und zwar habe ich jetzt gehört von Leuten, also ein Journalist, der über seine Eltern geschrieben hat, die also viel auch privaten Kontakt mit Hitler hatten. Deswegen, weil der Vater ein glühender Nazi war. Und, die Mutter hatte immer nur eine Sache über Hitler zu sagen, weswegen sie das nicht so gern mochte, sich mit dem zu treffen. Die war ansonsten noch nicht so drin im Thema, aber die hat gesagt, sie macht mit dem sich nicht so treffen, weil der so Mundgeruch hat. Ach. Ja, und das hilft mir total, weil jetzt ist ja gerade, man hat das Gefühl, der hat nochmal unterschrieben bei Phoenix, weil jetzt zum 75-jährigen Jahrestag ist es so, dass er natürlich überall zu sehen ist. Und ich finde, man kann die Figur, die man ja nun auch nicht selber erlebt hat, besser begreifen und auch so die Abartigkeit dieses Menschen noch ein bisschen besser einordnen, wenn man weiß, dass der so einen Mundgeruch hatte. Wenn man den sich dazu vorstellt. Das passt einfach, ne? Wo man einfach denkt, ja, der hatte nun wahrscheinlich auch andere Sorgen, als ständig zum Zahnarzt zu gehen. Und Zahnseide hat er hundertprozentig auch nicht benutzt. Und ich glaube, der hatte nicht nur einen Mundgeruch, das ist jetzt so eine Vermutung für mich. Ich glaube, der hatte auch eine Stinkenase. Kennt ihr das Krankheitsbild der Stinkenase? Ja. Das gibt's wirklich, ne? Weil ich kenne sogar den medizinischen Fachbegriff. Na? Das ist Kackosmie. Kackosmie. So heißt das. Und das ist, wenn man zu viel zum Beispiel Nasenspray benutzt, ja? Irgendwann kippt die Nasenflora oder was. Ja. Und dann hat man nur noch so borkenartige Kruste da drin. Und wenn man einen Raum betritt, stinkt der ganze Raum nach Aas. Aber nur für einen selber. Nee, eben, nee, für alle, nur für einen selber nicht. Ach so, ist ja genial. Nee, eben nicht. Cool, Gott. Gute Idee. Du merkst das ja nicht. Ja. 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 Ich habe noch was ganz Trauriges mitbekommen. Das will ich euch kurz, weil mich das so belastet und die Stimmung gerade viel zu gut ist, für so einen easy Podcast, wie wir einer sind. Ich habe eine Doku gesehen über Hannelore Kohl. Ja. Oh, ich auch. Hast du die auch gesehen? Sehr gut. Die kam zu so einer komischen Zeit. Ganz komisch. 1830. Ja, und ich habe die gesehen und die ist wirklich fantastisch, kann man nur jedem empfehlen. Und das Traurigste an der Doku, was ich seit Tagen nicht aus dem Kopf kriege, ist, wenn man die Doku sieht, dann sieht man, dass Hannelore Kohl eine sehr intelligente Frau war, die auch ich über Jahrzehnte falsch wahrgenommen habe, glaube ich, nach der Doku in den Medien, weil die da sehr als so Oggersheimer Heimchen das immer hat sie porträtiert auch so gestört, wurde. Das hat sie auch sehr gestört. Sie war eine sehr engagierte Frau, die auch wirklich durch dick und dünn mit diesem Mann gegangen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, sie hat Liebschaften ertragen. Es gibt eine Liebschaft, da gab es Medienberichte, eine Büroleiterin, dann ist die mit der in Urlaub gefahren, damit da Ruhe ist im Karton, um zu zeigen, nein, wir sind hier super, so, leben hier super miteinander. Die ist dem Helmut überall hin gefolgt und hat den unterstützt. Und da gibt es einen sehr schönen Satz von Stefan Aus, der diese Doku mitgemacht hat. Sie diente ganz oft als Resonanzboden politischer Monologe. Das ist eine Beschreibung dieser Ehe. Also Helmut hat da gebrabbelt und die hat das so stumm in sich aufgenommen und man merkt, der Frau geht es vor allen Dingen um eins, nämlich um Ansehen. Sie möchte ihren Platz haben und die Anerkennung bekommen als Frau von Helmut Kohl, auch mit ihrer Leistung. Ja. Und jetzt kommt das Traurige. Sie hat sich das Leben genommen, Suizid, und wird begraben
in einem Familiengrab der Kohls. Und ganz zum Schluss kommt raus, dass Helmut Kohl, der dann nochmal eine zweite Frau hatte, Maike Kohl-Richter, ja, dass er in einem Extragrab begraben ist. Und dann wird nochmal der Grabstein von Hannelore abgefilmt. Und du siehst eindeutig, da ist noch ganz viel Platz für Helmut. Und auch als Inschrift ist noch Platz auf diesem Grabstein. Und da hat es mich so zerrissen, weil du lernst über fast anderthalb Stunden eine Frau kennen, ja, der eins im Leben wichtig ist, diese Anerkennung vom Mann und von der Gesellschaft. Und dann liegt der Mann nicht neben ihr, für den sie alles getan hätte. Ja, das ist also eine grundsätzlich extrem tragische Angelegenheit. Auch diese Inszenierung dieser, du merkst ja auch jetzt, wenn du zum Beispiel diese auch die Walter und Peter, also die Söhne, ja, ne, was für ein Verhältnis, da die dann zum Vater haben, oder auch jetzt auch Norbert Blüm, der auch vor kurzem jetzt gestorben ist und so, nochmal das Verhältnis von ihm, die sich gestritten haben dann irgendwann mal, weil Norbert Blüm sich so über die Verheimlichung der Spendernamen in der CDU-Spendenaffäre aufgeregt hat, dass dann Helmut ihm praktisch gesagt hat, jetzt das war's und so, und wirklich 25 Jahre später hat er dann nochmal so einen Brief geschrieben, gesagt, Helmut, ja, sollen wir nicht dann nochmal, wir haben doch immer gut zusammengearbeitet, sollen wir nicht einmal, und der hat das wirklich, ja, buchstäblich mit ins Grab genommen. Mhm. Also das war offenbar nicht so, also der sah nicht nur aus wie ein Elefant, der hat sich auch so verhalten. Ja, und da finde ich halt so, das ist doch das Letzte, was man dieser Frau schuldig ist, dass man ins Testament schreibt, ich will da begraben werden, komme, was wolle. Ja, du kannst dir aber, wenn du jetzt zu Gast bist, ich habe gesehen, du bist bei Apokalypse und Filtercafé, bist du nochmal zu Gast. Bei unserem Freund da Mickey kannst Beisenherz du dir vom letzten lebenden Helmut Kohl-Imitator das stimmt nach das stimmt, Mickey wie das Beisenherz abgelaufen ist. Ja. Da kannst du ja, sagen wir mal, so eine Art Gespräch nochmal führen, ja, wo Helmut praktisch durch ihn spricht, da kannst du den anschimpfen oder so, oder irgendwie so sagen, wie, was sollte das? Ja, das werde ich mal. Komm da Mittwoch, bin ich zu Am Mittwoch bist du zu Gast. Ich habe jetzt gerade so Flashbacks. Jahrelang sind wir immer, wenn wir in München oder so Aufzeichnungen hatten von unseren großen Shows, durfte ich mit Jakob Lund und Mickey Beisenherz morgens zum Studio fahren. Mhm. Ich hatte noch keinen Kaffee drin, keine Zigarette geraucht, sitz hinten im Auto. Und der eine macht den Kalli, der andere macht den Kohl. Und zwar die ganze halbe Stunde vom Hotel aus der Tiefgarage raus zum kostenlos Studio. Wirst du da vollgeplökt, ey, den ganzen Morgen. Da kriege ich wirklich so wie so ein Vietnam-Veteran. Da kommt es mir kalt wieder in den Rücken runter. Ich war eigentlich Schmitty. Schöne Grüße. Nächsten Mittwoch, ich freue mich. Schmitty hat sich unwürdig in einen alten Porsche hinten reingequetscht. Und wir sitzen da. Und selbst da wollten sie mich nicht haben. Die haben jeden Morgen versucht, mich da rauszuquasseln. Ja, weil haben gesagt, guck mal, das ist so eng. Also da kannst du jetzt, also komm mal. Ich sag dir, mir ist es scheißegal, ich quetsche mich da irgendwie dazu. Ja, aber guck doch mal, du könntest doch auch mit dem Teambus fahren. Ja, ich würde da aber gerne schon jetzt mit euch. Aber was wolltest du denn da, wenn du das eh so... Ich wollte einfach zur Arbeit fahren, frühzeitig. Ja, wir wollen da unsere Witze machen und unsere Ruhe haben. Du bist halt wirklich schlechtes Publikum. Ganz ehrlich, ich hasse das auch, wenn du in der Probe dabei bist und da irgendwie deine Sauron-Stimmung da verbreitest. Was? Ja. Ich bin dein größter Fan. Ich weiß, aber das zeigst du nicht im Gesicht und du kannst es mir auch nicht die ganze Zeit sagen. Schreibst du mich auf deinen Grabstein? Ja, von mir aus, ich schreibe da nur deinen Namen drauf und dann liegst du da auch. Nein, ich würde, wir können das ja machen wie die Toten Hosen. Wir können uns jetzt eine Gruft holen. Oh. Ja, die haben so eine Band-Gruft. Ja, wir können jetzt, wenn du willst, hier drin. Ach, hier! Unser Mausoleum. Das ist okay. Aber das alles aus Marmor nachempfunden. Achso, liebe Podcast-Hörer, also hier ist das Studio Bummens gemeint, in dem wir gerade diese Folge aufzeichnen. Ne? Das ist jetzt einfach ein quadratischer, oranger Raum. Man könnte das jetzt machen. Man könnte aus romantischen Gründen, damit uns nicht sowas passiert, es könnte bei Helmut Kohl natürlich auch Platzprobleme gegeben haben. Also das möchte ich jetzt nochmal auf die Optionenliste noch setzen. Dass man vielleicht jetzt schon mal überlegt, und vielleicht würde uns das im Leben verbinden, dass wir im Tod verbunden sein wollen. Versteht ihr? Ja. Also ich will jetzt, liebe Chronisten, liebe Geschichtsschreiber, das ist jetzt noch keine Willensbekundung. Wir denken drüber nach. Also nicht, dass Leute jetzt diese Folge als Beweis nehmen, dass es unser Wille war. Wir denken jetzt drüber nach, richtig? Ja. Gut. Wir denken jetzt drüber nach. Aber Schmidt, ich will so einmal, das fandst du auch traurig oder spinnig? Es war traurig. Nein, oder? Natürlich war das ja traurig. Gut, die haben ja, haben ja die Doku nicht umsonst mit dem Bild von dem leeren Grab quasi beendet. Ja. Also das ist ganz, ganz tragisch. Das Leben möchte man keine fünf Minuten. Also da ging es Margot Honecker in Chile mit der Dose Cola besser. Ja, ne? Und so, den lila Hahn. Das war super. Da wäre ich auch am Start. Da saß sie da mit ihrer Dose Cola und checkt gar nicht, warum das jetzt einer merkwürdig findet. Ne? Ja. Also wir orientieren uns ja auch immer an den Besseren. Und die Besseren sind ja im Podcast-Bereich auf jeden Fall gemischtes Hack für uns. Für uns alle. Ja, die sind ja wesentlich besser als an denen wir. Richten die wir uns sind aus, ganz klar besser als wir. Ja, und alle eigentlich. Ja. Also alle, die punkten vor allem durch so lustige kleine
Alltagsbeobachtungen, mit denen sich jeder irgendwie auch identifizieren kann, wo man dann sagt, ja, genau so ist es. So, das ist irgendwie... Kennst du in gut, sagen wir es mal so. Ja. Was wir jetzt gemacht haben, weil ihr Weltreligionen haben wir erörtert. Falsch, wir haben irgendwie falsch. Die Hannelore Kohl-Doku nochmal ausgegraben. Wolfgang Job, da fragt man, wer ist wer. So, und wir müssen doch jetzt mal zu Alltagsbeobachtungen kommen. Ich hätte da eine. Ja, dann schießt hast du überhaupt vorbereitet, also, du bist aber mal für Überleitung, muss ich sagen, gibst schon mal eine Eins mit Sternchen hier. So. Anstatt einfach mal loszuschießen hier. Manche. Wolltest du jetzt hören? Ja, los. Also, seit 5 Minuten möchte ich sie hören. Okay, pass auf. Es ist manchen Leuten auch schon aufgefallen, bei Twitter und so, dass ich extrem lange umziehe. Also gefühlt... Ich habe das eine oder andere gelesen. Sag mal, der Mann, wie viele Wochen zieht der denn schon um? Stimmt. Ich glaube, ich habe es schon vor 6 Monaten das erste Mal Podcast erzählt. Schuhkarton für Schuhkarton dringt er in die neue bleiben. Auch teuer irgendwie, ne? Weil du doppelte Miete zahlst. Er macht das hier, baut sich da so ein Tunnel wie El Chapo. Das ist alles ist billiger, hat er gehört. Nee, vor allem bei El Chapo hat es auch deswegen noch mal 2 Monate länger gedauert, weil der nicht so einen Kriechtunnel haben wollte, sondern einen, wo er aufrecht durchlaufen kann. Und so ist es bei dir auch, fährst du dann auch auf so einer Schiene mit dem Motorrad zu deiner neuen Wohnung. Heino Ferch auf dem Rücksitz. Ja, glaubst gar nicht, was ich da zu schuften habe. Mit dem Ballon macht er rüber. Ja, aber es ist wo ist das Problem? Ich sag mal, die Beobachtung ist korrekt. Ich ziehe extrem lang um, aber natürlich ist es so, ich beschäftige mich seit langem mit der Frage, ob ich umziehen soll und im nächsten Schritt. Ich werde tatsächlich erst in 2 Wochen wirklich physisch umziehen. Bis dahin war alles meine geistige Vorbereitung. Und da merkt ihr, bei mir köchelt da was. So, ich bin da wirklich, das ist für mich mein Projekt. So. Ja. Und daher wirkt es manchmal, als würde ich da wochenlang dran. Ja. Wirkt. So, im Zuge dieses kommenden Umzuges bin ich gerade sehr aktiv auf eBay Kleinanzeigen. Und zwar habe ich da noch so ein altes IKEA-Regal und hier irgendwie noch einen alten Mikrowelle und solche Sachen. Schmidt, du bist jetzt ein Star, du hör mal auf mit sowas, wirklich. Hast du die gekauft, die Sachen, oder verkauft? Irgendwann habe ich die gekauft. Also, okay. Und jetzt wären die eigentlich reif für einen Schrott, muss man ehrlich sagen. Du musst dein altes Leben mal abschütteln. Du bist hier im Smoking-Fernsehstar. Du musst das abschütteln. Du kannst da nicht bei eBay Kleinanzeigen rumhühnern. Ich auch. Finde ich überhaupt nicht schlimm. So. Und dann bin ich da sehr aktiv und dann fotografiere ich den Malm von IKEA und dann wird der da rein und da holt den irgendjemand immer ab. Und ich mache das sogar kostenlos, weil es ist ehrlich gesagt Schrott, aber irgendein Student freut sich darüber, irgendjemand ist da. Irgendein Student, der mit der Brille auf, der freut sich schon auch über meinen alten Krempel. So? Nein. Okay. So, und das habe ich ein paar Mal gemacht. Und einmal bin ich da, also ich habe da folgenden Deal. Ich will mit dem Zeug keinen Stress haben. Das soll jemand an der Haustür abholen. Ich schieb das so raus. Der hat auch nicht die Wohnung zu betreten oder sonstiges. Ich will auch gar nicht groß reden. Sag viel Spaß. Hey, ciao, ciao. Und die Tür geht zu und weg. Wir betreten bitte nicht die Wohnung. Und da ist es mir aber einmal passiert, dass ich auch so einen Schrank verkauft habe. Und dann kommt da so eine arme Gestalt an. Und der hat natürlich, obwohl ich es in die Anzeige geschrieben habe, man soll bitte mit mehreren Leuten kommen, weil der Schrank schwer ist. Oh, ich ahne, kam wo er es alleine. Ja. Und dann hat er da so versucht, so ganz erbärmlich vor meiner Tür, sich diesen Schrank irgendwie auf die Schulter zu klemmen, was natürlich nicht klappt. Er hat mich so mit winselnden Augen... Standst du in deinem Louis Vuitton-Schlafanzug und deiner Zigarettenspitze in der Tür und hast dir das angeguckt? Ich habe geholfen. Und ja, es hat mich zu Tode geärgert. Ich habe diese Scheiße runtergetragen. Ich habe sie über die Straße getragen zu dem LKW, den er dabei hatte. Habe dem da reingeholfen, war klatschnass geschwitzt. Der Tag war gelaufen. Ich hätte mit dem Engagement, hätte ich aus diesem Schrank noch mordsviel Kohle machen können. Die Abmachung ist, ich gebe es umsonst und dafür habe ich keinen Stress. Ja. Jetzt hatte ich wieder was zu verkaufen. Nämlich so einen alten Weber-Grill und so eine Bank, die bei mir auf der Terrasse stand. Ein Weber-Grill will ich haben. So einen ganz kleinen. So. Glaub mir, den willst du nicht haben. Okay. Aber wer freut sich darüber? Das Tierheim, irgendein Tierheim aus Berlin. Ein Grill? Was tun die mit unseren Katzen? Sie hat sagen, ein Tierheim freut sich über einen Grill. Na, macht's mal Klick. Es ist nicht an mir, das zu bewerten. Haben die mit Würstchen bezahlt? Naja, Riegelwürstchen. Auf jeden Fall, die haben sich angekündigt, die würden gerne diese Bank haben und den Grill. Und ich habe schon wirklich so, super schwer. Bringt Leute mit zum Schleppen und alles schon da in dem Chatverlauf. Und da wollte ich aber sicher gehen, weil ich hatte überhaupt gar keinen Bock, diese Bank da runterzutragen.
habe ich mir die Ohrstöpsel wieder reingetan und habe so gemacht, als würde ich telefonieren. Weil es wirkte, als wäre ich in einer wahnsinnig, wahnsinnig wichtigen Telco. Und ich habe schon so die Tür aufgemacht, hab dann das Zeug da rausgeschoben und hab dann wirklich, die mussten mehrmals gehen, ehrlicherweise. Da genagt wieder das Gewissen. Mhm. Und als ich dann höre, die kommen auch wieder hoch, habe ich dann auch wirklich so ganz erbärmlich mir, nee, können wir ja so machen. Nee, ist kein Problem. Du, lass mich da nochmal drüber nachdenken. Ich schlafe eine Nacht drüber. Ich würde mich morgen, ist bei mir auch gerade schlecht. Ich habe hier die Leute, die holen. Ja, komm, dann sag noch schnell. Aber das steht auch ein bisschen so im Gegensatz. Ne? Zum einen spielst du da den großen Manager, der da, was weiß ich, was für wichtige Sachen regeln muss. Und auf der anderen Seite verhökerst du da deinen alten Schrott auf eBay Kleinanzeigen. Das passt ja alles nicht in ein Leben, weißt du? Doch, es passt eigentlich zum wohltätigen Gönner. Ja. Reicher Gönner. Ich bin ein Arbeitstier und Gönner. Anonymer Investor. Ja. Also ich habe, aber das passiert oft, dass die das aushebeln. Ich hatte es vergleichbar. Da ist ein Typ gekommen, es war ein Sofa, das musstest du zu zweit nehmen. Und dann habe ich auch tausendmal geschrieben, komm zu zweit. Mhm. Ich verschenke es sonst nicht. Und dann kam ein junger Mann und ein uralter Mann. Mhm. Das war der älteste Mann, den ich je gesehen habe. Der war 200 Jahre alt. Der stand im Guinness-Buch. Und es war völlig klar, der darf dieses Sofa nicht tragen. Ja. Und dann dachte ich so, okay, wenn man so schlau die Sache angeht, dann muss ich ran. Und hast du geholfen? Habe ja? ich geholfen. Es ja. ärgert einen. Ärgert also aber ich finde es ja auch mal toll, dass man einfach, also ich, bei uns an der Straße ist es wirklich kurz davor, dass man seine gelben Säcke an die Straße stellt und einen Zettel drauf macht zu verschenken. Ne? Weil, also da wird alles rausgestellt. Da werden Dinge rausgestellt, wo es einfach eine Frechheit ist, dass man sagt zu verschenken. Natürlich ist es völlig offensichtlich, dass man einfach das alte Zeug loswerden will. Ja. Und früher hätte man seinen Kühlschrank einfach in den Wald gekippt. Gut, 2020 machen wir nicht mehr, haben wir gelernt. Das ist offenbar nicht so gut für die Umwelt. Jetzt stellt man halt alles, was man loswerden will und was dann, keine Sogar Ahnung. Sogar Matratzen. Matratzen. Es gibt Leute, die man durchgefickt und durchgepisst steht da zu verschenken, wie ein, als würde man verhöhnt werden. Und dann regnet es drauf und die stehen da an dem... Wer sagt da, ach, herrlich. Ich wirklich. Ein Problem weniger, die nehme ich wohl mit. Fast hätte ich mir die Casper-Matratze bestellt. Aber, ne? Da macht man doch immer diese Gags, wenn man dann so mit zusammen unterwegs ist, so mit Freunden, wenn man so die Straße runterläuft und sagt, na, brauchst du eine Matratze? Ne? Ist so der typische Gag, den man macht, wenn man an so einem Ekelding da vorbeiläuft. Mhm. Und wirklich, ich mache das auch bald. Ich hole mir bald so ganz kleine Post-its und mache das auf meine leeren Batterien aus meinen Dings und schreibe auf jede einzelne zu verschenken und schmeiß sie aus dem Fenster. Ich hatte da aber mal einen richtigen Home-Run. Und zwar haben wir so ein richtig kaputtes Regal schon mal so vor die Wohnungstür gestellt und haben überlegt, ob wir das wirklich auch abends rausstellen zum Verschenken dran. Also das musste weg. Aber habt ihr es auch in der Dunkelheit erst rausgestellt? Soweit kam es gar nicht, weil es war klar, das muss weg und da muss man sich davon schleichen. Es stand also schon draußen vor der Tür und vorher hatten wir bei Lieferando bestellt. Und dann hat wirklich der Lieferando-Mann uns das Essen in die Hand gedrückt und hat dann gefragt, boah, das ist ein super Regal, kann ich das mitnehmen? Und ich konnte mein Glück nicht fassen. Da habe ich gesagt, ja, kannst du mitnehmen, alles lieb. Und dann hat er sich noch bedankt und das selber weggeschleppt. Oh. Ist das nicht perfekt? Ja, also Essen, Problem weg. Ich hatte bei Lieferando bestellt und dann ruft, also ich warte darauf, dass es jeden Moment klingelt, dann ruft der Fahrer an und sagt, Nachname steht nicht auf der Klingel. Ich so, doch, Herr Schmidt steht drauf, müssen Sie mal genau. Thomas Imek? Na, Imak? Und ich so, was will der Mann? Was will der Mann? Hat sich rausgestellt, ich habe halt mit meinem neuen MacBook habe ich da bestellt. Und irgendwie hat das meine... Thomas iMac. Ja, oder wie wir nicht immer merken. Und darauf ging das hin. Und der arme Mann hat einen Thomas iMac gesucht und das stand halt leider nicht auf der Klinge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass das nicht die Gates Foundation hören, dass du Thomas iMac heißt. Thomas Wenn du da den Chip kriegst, du da gibst direkt ein Systemversagen. Thomas iMac. Uiuiuiui. Ja. Das waren die Storys aus dem Alltag. Damit können wir anstrengen. Nicht schlecht, Schmidt. Nehmt das gemischte Hack. Sehr gut. Jetzt wieder zur Weltreligion. Ich werde das nicht mehr besprechen. Für mich ist das soweit abgehakt. Klaas, du warst im Zivildienst. Mhm. Und ich weiß, dass du da einiges mitgemacht hast. Ja, wie kommst du da jetzt auch? Ich habe dir erzählt von meiner Oma, dass immer, wenn die so ein bisschen wunderlich wurde, wenn die so ganz leicht wurde und sagt, was redet die da, was ist mit Hitler und ich bin doch dein Enkel und nicht dein Onkel und so, ne, dann hat irgendwann
jemand der Söhne oder Töchter gesagt, oh, die Oma hat Zucker. Ja. Und dann hatte die irgendwie so einen Kamillentee mit 3 Löffel Zucker gekriegt und dann war wieder alles in Ordnung. Ne? Ja. Und weil wir haben uns ja überlegt, ob diese ganzen Verschwörungstheoretiker aber nur ein bisschen Zucker haben. Ja, also ne? Einige von den 100 Pro. Aber du hast erzählt, das war auch immer wieder ein Thema im Zivildienst. Ja, ja, klar. Also es gibt, oder es gab dort einige, ich habe da gearbeitet auf so einer Station für geriatrische Patienten, also hauptsächlich alte Leute, noch ein paar onkologische Zimmer, aber hauptsächlich war es eine Geriatrie. Das heißt, wenn Omas und ältere Leute, Opas, aber in der Generation gibt es ja eher mal Omas, wenn es denen nicht mehr so gut ging, dass sie zu Hause oder im Pflegeheim versorgt werden können, dann kommen die in der Theorie da in das Krankenhaus, werden dort behandelt, bis sie dann wieder in ihr normales Leben, was auch immer das heißt, wieder zurückgebracht werden können. So, das klappt nicht immer, aber du hast zumindest mit den Leuten zu tun, die sind mehr oder weniger schwer krank. Und ja, genau, also dieses Fantasieren und da so verrückt spielen, das kann auch schon mal mit dem Zuckerwert zu tun haben. Das misst man ja einmal am Tag bei den Leuten, die dann meistens unter Altersdiabetes leiden. Und ja, dann gibt es dann halt dafür eine Insulinspritze und dann geht's wieder. Ne? Dann auf einmal gehen die rosa Elefanten wieder weg und alles ist wieder okay. Aber eben auch nicht bei allen, weil es ja nicht immer daran liegt. Und natürlich hat das immer auch was Tragisches und so. Ne? Also man muss ja jetzt nicht darüber reden, dass Demenz oder auch Alzheimer, mein Opa ist ja auch an Alzheimer gestorben. Es ist natürlich jetzt nichts, ne, auch wenn jetzt jemand da betroffen ist in der Familie, ist nichts Schönes. Natürlich ist es was ganz Tragisches, gerade für die Angehörigen. Aber es hat manchmal auch eine Funktion. Gerade in Kombination mit anderen, mit anderen Krankheiten. Also da gibt es teilweise, waren das sehr, sehr alte Patienten, die wir dort haben, die auch mit vielen anderen Krankheiten noch zusätzlich gestraft waren, altersbedingt oder sonst was. Und denen ging es einfach nicht gut. Und deren realistischer Blick in die nahe Zukunft war nicht rosig. Also die realistische Aussicht auf das, was da noch kommen sollte oder auch wie sie eingebettet sind sozial teilweise, wurden nicht immer alle besucht und hatten nicht immer alle so eine tolle Familie, die dann die Oma oder den Opa noch mal hochleben lassen im Alter und dem irgendwie mit sozialem Kontakt ein schönes Leben machen. Mhm. Und einige von denen waren dann dement und es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, welcher Persönlichkeitszug der Menschen dort verstärkt wird, also in welchem Grundgefühl sie sich in der Demenz befinden und wie stark das fortgeschritten ist. Und das sorgt manchmal für so Gegenwärtigkeit, so wie es Kinder manchmal auch haben. Man denkt nicht an gestern, man denkt nicht an vorgestern, man denkt nicht mehr an vor 80 Jahren und man denkt auch nicht mehr an, was ist eigentlich in 5 Jahren mit mir? Wahrscheinlich nämlich nichts. Und deswegen freut man sich wieder über das Stück Kuchen, was so auf dem Tisch steht. Und das ist eigentlich ganz schön. Und man kann auch als jemand, der jetzt nicht der Enkel ist oder der nahe Verwandter oder so, kann man so schöne Momente machen, gerade als Zivi, weil man so ein bisschen mehr Zeit hat als die Krankenschwestern, die so wenig Zeit haben, dass denen das auch im Herzen wehtut, dass sie teilweise nicht diese persönliche Zeit mit den Leuten verbringen können. Aber als Zivi kann man das machen und dann scherzt man halt so ein bisschen rum und so. Und da hat man natürlich dann eher mal die lustigen und schönen und herzlichen Anekdoten. Ich hatte zum Beispiel mal einen älteren Herren, der hatte nur einen Arm. Und den musste ich immer duschen. Ne? Das war immer ein ziemlicher Akt, ne? Weil man immer so die Dusche festhalten muss. Dann muss ich noch den Duschvorhang noch so hochhalten. Dann muss er sich noch festhalten, muss ich ihn noch so halb festhalten. Dann will ich aber nicht nass werden, sondern er. Und so. Und dann ging das immer hin und her. Und dann immer lernt man sich ja kennen. Da habe ich gefragt, sag mal, war so ein Kölscher Opa. Da habe ich gesagt, warum hast du eigentlich nur einen Arm? Und er sagte, ja, den haben die Russen mir abgeschossen. Habe ich gesagt, ja, und wie war das? Ja, ich habe denen noch gesagt, die sollen nicht schießen, aber die haben keinen Kölsch verstanden. Und das waren halt irgendwie gute Momente. Oder ich habe zu einem älteren Herrn mal gesagt, dem habe ich dann irgendwann, weil man muss ja mal 3 Leute gleichzeitig morgens fertig machen, und dann habe ich ihm geholfen, sich da zu waschen, wo er eben selber nicht rankommt. Und aber Oberkörper konnte er selber machen. So, und dann habe ich ihm gesagt, die machen jetzt erstmal alles selber, was sie selber können. Und wenn sie fertig sind, dann rufen sie mich und dann mache ich alles, wo sie nicht rankommen. Mhm. Und dann rief er mich irgendwann, Klaas, Klaas! Und dann kam ich wieder zurückgerannt, sitze also nackt in einem Stuhl vor einem Spiegel in einem Badezimmer, sieht ganz süß aus, und sagt zu mir, indem er mir den Waschlappen in die Hand drückt, sagt, Cobra, übernehmen Sie! Und das sind so witzige Geschichten. Ich hatte auch einmal eine Dame, die dann splitterfasernackt am Schwesternzimmer vorbeilief, nur eine Tasche umgehängt. Und sagte, tschüss! Und, so. Und ich habe dann auch, wenn man lernt ja, dass man jetzt ja damit nichts gewinnen kann, dass man die Leute rauszieht und sagt, hallo, Sie sind dement, bitte wieder ins Bett gehen. Sondern man muss ein bisschen mitmachen, um sie in ihrer Welt abzuholen. Das ist auch weniger entwürdigend und so begegnet man sich eben in so einer Atmosphäre, die Spaß macht. Und dann habe ich gesagt, na, wo geht's denn hin? Ne? Ohne zu sagen, dass die Frau komplett nackt war.
Und sie hat gesagt, ja, also ich gehe jetzt zur Pferderennbahn nach Weidenpesch. Ich gesagt, aha. Und was ist da? Ja, da ist Pferderennen, da wollen, treffe ich mich und so. Sag, gut, lassen Sie mich kurz noch einmal da anrufen in Weidenpesch, ob das da vielleicht auch gutes Wetter ist. Und dann bin ich also wieder mit ihr, ah, das ist eine gute Idee. Und dann sind wir also zum Schwesterzimmer, ich habe so getan, als ob ich telefoniere, habe dann gesagt, ja, also Weidenpesch, leider, leider, Platzregen, alles abgesagt. Och, ist ja ärgerlich. Na, dann gehe ich mal auf mein Zimmer und warte da, ne? Sagen Sie mir Bescheid, wenn das Wetter wieder gut ist. Sag ich, ja, natürlich. Und dann geht sie und eine Viertelstunde später kommst du rein und sagst, ach, Sie sind heute auch da. Und so, und das ist also dann wieder vorbei, ne? Und es gibt natürlich noch diese Zwischensituation, die so beides sind, also die komisch sind und tragisch sind. Ich habe zum Beispiel Krankenhausradio gemacht. Und da, weil mir da langweilig war. Ne? Und dann bin ich immer rumgelaufen und habe dann immer für samstags, da gab es dann 2 Stunden Krankenhausradio über den Hauskanal, habe ich dann Musikwünsche eingesammelt. Habe die dann auch immer so ein bisschen bequatscht, dass sie sich dann da irgendwas da ausdenken, was ich witzig finde, ne? Elvis oder sonst was. Und Volksmusik lief für Heino und so. Und eine Ordensschwester, die in diesem katholischen Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, auch lag und früher dort gearbeitet hat, der habe ich dann das Ave Maria vom Papst gesungen. 25 Minuten. Oh. Und war sehr taub und hatte auch keinen eigenen Fernseher in ihrem kleinen Zimmer, weil das für die Ordensschwester nicht vorgesehen war. Dann habe ich sie also zu 2 anderen Omas ins Zimmer rein, wo ein Fernseher hing. Sie war in einem Rollstuhl mit so einem Tisch vor, wo man so reingeklemmt wird. Und die 2 anderen Omas waren da auch im Bett. Da habe ich gesagt, ist das für Sie in Ordnung? Wir machen hier mal das Ave Maria an für die Schwester. Ist das okay? Ist okay. Und ich muss das aber sehr laut machen, sonst hört die das nicht. Ne? Sagt, ja, kein Problem. Also den Fernseher auf Anschlag. Und dann sind das 25 Minuten, da kannst du ja nicht die ganze Zeit daneben stehen, ne? Musst ja noch andere Sachen machen. Sagst, ich komme gleich wieder, viel Spaß mit dem Papst. Und dann irgendwann so nach 40 Minuten fällt dir, als wenn du so noch eine Pizza im Ofen hast, fällt dir so 7 heiß, ey, scheiße, ich habe die ja voll vergessen. Und dann gehe ich da wieder rein, in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, ein ohrenbetäubender Lärm. 3 Omas, 2 im Bett am Schlafen und Schwester Teresita sitzt in ihrem Rollstuhl hinter diesem Tisch eingeklemmt und pennt da. Und im Krankenhausradio läuft ohrenbetäubend laut Gloria Gaynor mit I Will Survive. Naja, es gibt noch ein paar Geschichten, die spare ich mir aber, glaube ich, noch auf, die erzähle ich irgendwann mal. Aber was ich sagen kann ist, und das habe ich ja schon mal auch hier, glaube ich, im Podcast gesagt, aber ich werde auch, wenn ich diese Geschichten erzähle, nicht müde, das immer wieder zu betonen. Diese Geschichten, die gibt es natürlich nur, wenn da einer mal Zeit hat. Die gibt es nicht, wenn es nur darum geht, dafür zu sorgen, dass jemand medizinisch versorgt wird, dass man so das Nötigste macht, dass überarbeitete, unterbezahlte Krankenpfleger und Krankenschwestern alles tun, was sie wollen. Aber das Menschliche natürlich das Erste ist, was gestrichen wird. Gerade in so einer Versorgung, wo es auch um Versicherung geht, wo man bestimmte Sachen eben machen muss, die lebensnotwendig sind und so. Und deswegen ist es umso tragischer, dass dort nicht nur keine grundsätzliche Unterstützung, vielleicht wird das ja jetzt endlich nach der Krise mal besser, dass das Pflegepersonal anders wahrgenommen wird und von der Politik anders bedacht wird, würde ich mich sehr freuen. Aber gerade auch der Wegfall vom Zivildienst und all das, das schwächt natürlich die Menschlichkeit in solchen Einrichtungen. Und nicht nur im Krankenhaus, sondern in allen sozialen Einrichtungen, überall. Und wenn man irgendwie bei der Kirche oder vorm Kindergarten den Hof fegt, auch das macht dann einer weniger. Und es tut ja nicht nur den Leuten, denen man dann hilft, gut, sondern auch denen, denen es macht, die es machen. Ich bin jetzt 36 und ich denke so oft darüber nach. Und das ja, ist komplett. Haben wir ja schon mal gesagt, ja. Das war die beste Zeit meines Lebens, ja. Auch so in der Zivildienst. Das hat einen so weit gebracht und so in der Entwicklung. Irgendwie gestärkt. Ich würde es jedem auch empfehlen. Ich meine, man kann ja selber auch, wenn jetzt einer drüber nachdenkt, sagt, was soll ich denn jetzt machen und so, soll ich jetzt irgendwas studieren, von dem ich vielleicht noch nicht überzeugt bin oder so. Oder man ist so auf dem Sprung hin zu irgendetwas. Jetzt gibt es ja vielleicht auch mal ein bisschen Zeit nachzudenken, weil man jetzt weniger verlockt ist, jetzt sonst wie ins Ausland sofort zu fahren und da irgendwie seine Zeit abzusitzen. Dieses Abi wurde jetzt gerade hier und da geschrieben. Vielleicht hat ja der ein oder andere jetzt das Gefühl der Ohnmacht. Was soll man machen in so einer Krise und was kann man machen, wenn das alles vorbei ist? Und es gibt die Möglichkeit, den Bundesfreiwilligendienst zu machen. Man kann ein freiwilliges soziales Jahr machen. Und wenn man in solchen Einrichtungen anruft, gibt es immer Bedarf. Immer. Und das mal ein Jahr zu machen, ich kann euch sagen, auch wenn es einem vielleicht in dem Alter nicht so vorkommt, es rennt einem nichts davon. Man kann das einfach machen. Und es ist den Erwachsenen der Welt da draußen, es ist scheißegal, ob man 19 oder 20 ist. Es ist scheißegal. Man kann auch ehrlicherweise ein Jahr lang einfach irgendwo rumsitzen, an die Wand schauen, da hat man auch keine Chancen verspielt. Da hat man vielleicht nur für sich selber verspielt, was Cooles zu machen. Es ist kackegal. Wenn euch das so vorkommt, als müsste man jetzt ganz hektisch irgendwas werden und bla bla bla, lasst euch davon nicht in diese Hektik reinziehen, sondern macht doch jetzt einfach mal, was ihr für richtig haltet. Und vielleicht ist das ja sowas. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, dass auch für jeden was Passendes dabei ist. Nicht jeder kann im Krankenhaus arbeiten. Nicht jeder kann Hygiene betreiben an anderen Menschen, nicht jeder kann Blut sehen und so, das kann man sich nicht aussuchen. Aber es gibt für jeden irgendetwas, wo man was machen kann, hundertprozentig.
Das war jetzt ein langer, guter Monolog. Das war ein langer Monolog. Tut mir leid, dass ich wusste jetzt eigentlich, ne, das Thema ist zu ernst, als dass man das jetzt, aber ich wusste jetzt auch nicht, wir müssen aus der Nummer wieder raus. Ja, naja. Hier. Es tut mir leid. Ja, ist, ey, ich habe eine Frage, nicht, an, aber ich habe eine Frage an dich. Ja. Du hast eine bizarre neue Leidenschaft und ich verstehe nicht deine mittlerweile Begeisterung, die du auf allen Kanälen teilst. Du hast, es gibt ja jetzt neuerdings so Autokino-Partys, ne? Ja. Dass so Leute so Techno-Raves machen und da stehen dann 1000 Autos, da drin sitzen, was weiß ich, 2000 Leute. Es gibt es auch, ich habe es auch gehört, Podcasts machen das jetzt auch und Comedy-Auftritte gibt es und eben auch Techno-Partys. Und ich finde das jetzt auch irgendwie witzig, so das zu sehen. Aber diese unendliche Begeisterung für diese Tatsache, die da aus dir kommt, für diese Techno-Veranstaltung, wo man mit dem Auto hin kann. Woher kommt denn das? Du bist ja nun kein ausgewiesener Autofan. Nummer eins wurde ich zurechtgewiesen, weil ich habe es, glaube ich, als Rave bezeichnet. Ja. Und das ist so was von all. Es ist ein Drive. Nein, nein, nein. Es ist kein Rave, es ist ein Hardstyle. Was ich da gepostet hatte. Ja, als, anscheinend ist das Wort Rave ungefähr, ja, also das ist nicht mehr ganz up to date. Ach so. Und das, was da. Okay, Boomer. So, ja. Und das Zweite ist, ich, auf folgendem Grund, ich hasse die Musik. Wahrscheinlich möchte ich mich auch in kein Auto setzen, was da irgendwie vorfährt. Das ist alles nicht mein Ding. Und ich weiß auch, da, man kann das irgendwie auch als das Ende der Zivilisation erkennen. Trotzdem, und das habe ich ja auch dazu geschrieben, das erinnert mich so ein bisschen an den Spruch so aus Jurassic Park, das Leben findet einen Weg. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert, aber im Wesen ist es das. Wir können uns gerade nicht treffen, ob es für einen Rave, ein Hardstyle oder ein Konzert ist oder sonstiges. Aber die Menschen so mit der Kreativität finden die einen Weg, wie sie sich das trotzdem erhalten können. Und dann finde ich es halt irgendwie fast berührend, wenn die sich auf dem Parkplatz treffen, die Autos anschmeißen, rumhupen und mit dem Licht, weil es einfach, es ist so ein Zeichen, wir alle, ihr kriegt uns nicht klein. Und das fand ich berührend. Ich habe tatsächlich dabei fast Tränen in den Augen, obwohl die Musik halt der Horror ist und alles ist fürchterlich. Ich glaube also, mit diesen ganzen Abgasen hat man da wirklich auch vor Ort Tränen in den Augen, nehme ich an. Die stellen das ja ab, nehme ich an. Ne? Also, dass das Auto jetzt nicht durchläuft, das glaube ich ja schon. Jetzt verstehe ich das so ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Das Leben findet einen Weg. Ja. Und hier wird gehupt. Ja. Das ist vielleicht nicht das allergeilste Leben, was da einen Weg gefunden hat. Aber das ist so wirklich dieses Bild, wie diese hupenden Autos da stehen. Das ist das Gegenteil von den Delfinen in Venedig. Ne? Das ist so richtig so, dass wenn du irgendwo sagst, Nature is healing so fast. Ne? Ja. Die Natur nimmt sich die Welt zurück. Ja, und dann kommen die. Dann in dem Moment, wo der erste Löwenzahn durch den Asphalt piekt und der Efeu rankt am McDonald's hoch, ne? In dem Moment kommen da Schmitz Autos um die Ecke, hupen alles weg. Irgend so ein Typ macht vorne Hardstyle, schießt da die Flammenwerfer raus. Die Flammenwerfer in die Menge und sagt: Yay, die Menschen sind immer noch die geilsten Idioten. Bum, bum, bum. Krone der Schöpfung. Ne? Und da heißt es direkt wieder: Ja, klar, kann da Corona kommen und mal ganz 5 Minuten können da die Grashüpfer mal über den Alexanderplatz laufen. Aber spätestens dann kommt der Mensch wieder, macht alles platt und sagt: Jetzt ist wieder ganz normal Abgas. Da sind wir wieder. Ihr redet mir das nicht schlecht. Nee, will ich auch gar nicht. Aber ich weiß, wie ich euch provozieren kann, Leute. Oh, herrlich. Das hat jemand gepostet auf Twitter, die eine Anne Wild heißt die. Und ich möchte euch einfach das Video zeigen. Und zwar ist es ein freier Tanz gegen die Corona-Verordnung am Stachus. Ah, das habe ich gesehen, das war super. Das hat da wirklich. Da war richtig. Gesehen. Ja, komm, ich möchte mal gerne. Also, ich möchte mal deine Meinung dazu wissen. Mhm, ne? Ja, zeig mal. Ich finde das toll, wie da getanzt wurde. Also, ganz ehrlich, mich hat das. Da hatte ich Tränen in den Augen. Gegen Corona. Arschlöcher, bleib da mal zu Hause, ey. Wer braucht denn diese Scheiße, ey? Eine Sache kann ich dir mal sagen, wenn die verhaftet werden, springt da kein GT3 bei raus, ne? Ja, maximal irgendwie eine Beulenpest. Also. Was bist du denn da? Also du musst ja jetzt nicht so schimpfen auf die Leute. Ich war auf der Waldorfschule und ich habe viel Unglück gesehen. Und ich habe meinen Namen getanzt. Und ich hatte Ballettschuhe an.
und wir haben gemalt und was aus Holz gefriemelt. Aber das geht zu weit. Leute, ihr könnt doch nicht so beknackt in der Birne sein. Ihr tanzt da gegen ein Virus. Nee, das Moment. Macht doch keinen Sinn. Nee, also das, woher weißt du das immer alles? Also ganz ehrlich, da muss ich dich mal kurz... Guck mal, du bist jetzt gerade damit konfrontiert worden und du hast 10 Sekunden später hast du die Meinung, die Wahrheit und eine völlig ultimative Ansage an die, als hättest du da länger drüber nachgedacht, als ich jetzt hier gerade sehen konnte. Ja. Ja, das, also du kannst ja keine Meinung gebildet haben in diesen 6 Sekunden. Du findest das ein bisschen albern. Was ist denn daran positiv? Nee, positiv? Also jetzt, wir fangen mal mit dem Negativen an und das ist dein Ausfall darüber. Das sind Leute, die da tanzen. Ne? Ja, Lebensfreude. Eine 2+ in der Laune. Und das sind keine Menschen, die anderen Gewalt antun, die jemandem sagen, was sie tun oder lassen sollen, sondern die sagen einfach, es gibt hier so ein kosmisches Gleichgewicht. Die sollen zu Hause sitzen und sich überlegen, wie ihr Leben weitergeht. Was sie mal aus sich machen, anstatt da verfilzten Haaren irgendwo in München rumzuhängen, Scheißlieder zu singen mit einer Scheißstimme. Die sind auch nicht musikalisch, das klingt alles kacke und ungestimmt, die Gitarre. Und da sollen sich mal Gedanken machen, wie das Scheißleben von denen weitergeht. Wo die nämlich keine Zeit mehr haben für so eine Kackwurst. Ja. So, und ich wiederum auf der anderen Seite glaube ja, wie man weiß, an kosmisches Gleichgewicht. Und dieses kosmische Gleichgewicht wieder. Hast du den Jana Palaske gefrühstückt? Was ist da hier los? Hast du jetzt ein Yoga-Studio? Nee, es gibt so eine Art seelischen pH-Wert. Ja, weißt du, der Welt. Und der pH-Wert, der ist gerade ein bisschen durch Corona ein bisschen angesäuert. Ja, bei mir ist 12. So. Sauer. Und jetzt muss es halt Leute geben, die halt auf der anderen Seite, die das halt ein bisschen checken. Da bringt natürlich hier so ein Pragmatiker wie du hier, das bringt natürlich gar nichts, der irgendwie seine Schäfchen ins Trockene holt, am Ende hofft, dass noch ein Luxusrestaurant ein bisschen liefert und das seine einzigen Sorgen sind. Das wird zu privat. Und dann noch die Zitrone ausspucken, ne? Für die Kinder. Und dann noch, so ein Typ bist du nämlich. So, ich auch, aber das meine ich jetzt nicht. Das jetzt mal nicht, Schmidt. Dass du hier über die Tänzer dich so auslässt, das sagt wirklich viel über deine kaputte schwarze Seele aus. Mhm. Seelenvampir Jakob Lund, wirklich. Ja. Deine schwarzen Augen, in die mag ich bald gar nicht mehr reingucken. Da sieht er nur grüne Porsches, sonst nichts. Ne? Ja. Der überlegt, wie er an den Porsche vom Hildmann kommt. Ne? Podcast ist ein verräterisches Medium, das habe ich immer gesagt. Ja. Da merkt man, wie die Leute wirklich sind. Und ganz ehrlich, du präsentierst dich hier nicht von deiner besten Seite gerade. Nur weil da mal ein paar tanzen in so Scheißklamotten, also in so Klamotten. Ja. Dann ist euch auch aufgefallen, wie ich das völlig wertfrei euch einfach präsentiert habe. Ich war völlig überrascht, dass du so reagierst. Das hat mich vielleicht habe ich mich da auch vergaloppiert. Ja. Es kann aber auch sein, dass Schmidt ja gar nicht gesagt hat vorher, jetzt habe ich mal was euch triggert. Dann muss ich mich da nochmal überprüfen. Es war natürlich jetzt viel auch eine Pose von mir jetzt, was ich jetzt hier so gesagt habe, aber Grüße an den Stachos in München. Mir sind diese Tänzer da immer noch lieber als die mit der Eisenstange. Ja, und die sind mir auch lieber als alle Spinner und Schwurbler da mit ihren Gruppen und dem ganzen Käse. Das ist mir auch lieber. Also lieber das, als sich mit grauer Farbe anschmieren und irgendwie im Schneidersitz auf dem Wohnmobil setzen. Wobei, wenn du hier in Berlin vor die Volksbühne da guckst, dann siehst du, das sind so dieselben Leute, ne? Nee. Nee. Die mischen sich da drunter, die sind so zum Auffüllen sind die da, damit es da nicht... Die sind nämlich gut, das sind die Puffer-Leute zwischendurch, die noch ein bisschen Harmonie reinbringen. Ne? Wenn die nach Hause gehen, dann drehen die anderen durch. Deswegen, die sind nämlich eigentlich ganz gut, dass solange die Tänzer noch dazwischen sind, die mit ihren Yogamatten auch an der Volksbühne sitzen. Clownsverkleidung auch. Clownsverkleidung, die so ein bisschen... Das sind letztendlich die, die dafür sorgen, dass das dann nicht jedes Mal komplett eskaliert. Ich sag's mal in aller Ehrlichkeit, das ist wie früher, wenn du zum 1. Mai musste man bei uns mit dem Fahrrad los, musste ganz viel saufen und ist man mit dem Fahrrad immer irgendwo hingefahren nach Petersfeld 1 oder nach Petersfeen 2, nach Jedlo 1, Jedlo 2. Mhm. Teilweise sind die Leute auf der Kuh neben einem hergeritten, auch zum selben Lokal. Und dann hat man sich da getroffen, hat ganz viel getrunken. Und dann musste man zusehen, dass man so gegen 15, 15.30 musste man da weg, weil die Guten, die Normalen, sind dann alle weggegangen. Ah, die Prüfer sind übrig. Und dann haben sich die Assis gesehen, gegenseitig. Ne, weil dann hat sich der Wald gelichtet und es sind nur noch so die Idioten da geblieben und die haben sich dann gesehen und haben sich auf die Schnauze gehauen. Und exakt das würde bei all diesen Demos, wenn es die Tänzer da nicht gäbe, also lieber so Rollenspieltypen, die dann da als Ork verkleidet wochenlang durch den Wald hühnern, ja, und Heiler und Hexe und Schieß mich tot da sind, als die echten Schieß mich tot. Ich habe noch eine kleine regionale Meldung zum Abschluss, damit wir Leute auch irgendwie mit. Was regional ist, da müssen wir nämlich rein. Ja. In die regionalen Themen. Ja. Wir wollen niedrigschwellige Kommunikation anbieten, damit wir auch die Menschen, die nicht in den Ballungszentren Berlin, Hamburg, München, Köln sitzen, sondern wir wollen rein in die Region, weil da verfestigt man sich emotional. Und wenn die Region dich lieben, das haben wir jetzt durch unser föderales, auseinandergeflogenes System ja mal gemerkt, wenn die Region alle parieren, dann macht Deutschland Platz für Baywatch Berlin. Schmitty.
Was war das? Irgendwas. Ist doch ein Podcast, ich darf doch immer so labern. Solange er sich nicht über die Weltreligion auslässt, bin ich zufrieden. Darf ich hier nicht irgendwas labern? Das ist doch ein Podcast. Das habe ich 10 Jahre so gelernt bei Spotify. Ja. Jeder darf alles Mögliche labern. Aber du hast recht, Deutschland besteht nicht nur aus Berlin. Es gibt auch die Provinzen, die sogenannten, ja, oft verschmäht. Und dann gibt es aber im Lokaljournalismus ganz, ganz schöne Sachen, die ich immer wieder zugeschickt kriege. Und meine Eltern haben mir einen Artikel zugeschickt aus der Tageszeitung im Saarland. Und es war wieder Kriminalität unterwegs. Und zwar in meinem Dorf, Kirberg, 3.500 Einwohner. Musste die GSG 9 gerufen werden? Ist noch unklar. Gab es einen Einbruch? Und zwar in die örtliche Metzgerei. Bewahrt ihr da euer Geld auf? Ja, da wird auch Geld aufbewahrt, aber der Dieb war null interessiert an der Kasse. Er hat nichts geklaut von großem Wert, aber hat die Würste geklaut. Ja, oh. Und jetzt sind sie sind ihm aber auf der Spur. Also er hat wirklich nur Wurstwaren geklaut. Ja. Leona? Sie vermuten, es war ein sehr kleiner Mann, weil nur die unteren Regale waren leer. An die oberen Würste kam er nicht ran. Ein kindswüchsiger Würstchen-Fan? Ja. Ist das derselbe, der ins grüne Gewölbe eingedrungen ist? Das waren doch auch sehr kleine, die da die Kronjuwelen da geklaut haben für 1 Milliarde oder so. Ja. Da hieß es doch auch, das waren so kleine. Ja. Ich sage was, das Einzige, was da hilft, ist eine Beefy-Falle. Das ist eine Beefy und so eine ganz große Haube, die dann runtergeht, wenn man die isst. Das empfehle ich, Beefy-Falle. Also besser kannst du nicht enden, oder? Also abonniert uns, das ist uns noch wichtig. Das ist uns neuerdings wichtig, weil wir festgestellt haben, ihr konsumiert eher schön unsere TV-Sendung und dann wird gar nicht der Podcast hier noch dann irgendwie da gefolgt und dies, das. Das sollt ihr nämlich tun. Es wurde dann sogar schon die Vermutung aufgestellt. Ja. Und da will dass ich ihr nicht gar nicht wisst, was ein Podcast ist. Nein, dass ist. Die Leute es ja, genau, ja. nicht raffen. Ja. Was das ist hier ein Podcast, was ihr seht. Ja, und ich würde auch in die Shownotes würde ich nochmal unsere PayPal-Adressen reintun. So. Dann könnt ihr uns nochmal wie Jutta Ditfurth, uns geht es nämlich auch nicht raus. Dann könnt ihr uns Geld überweisen, wenn ihr diesen Podcast hier unterstützen wollt. Und wenn ihr bei mir was von eBay Kleinanzeigen abholt, ne, bringt jemand mit, der das Schleppen hilft. Ganz ich werde stark. Es nicht sein. Ich werde telefonieren. Ich bin immer in der Telco. Ihr habt auch keine Zeit. Ciao, ciao. Tschüss.